Hallo und zurück zu einem neuen Video. Ja, heute habe ich ein etwas anderes Video für euch, bei dem es mir auch sehr schwer fällt, das abzudrehen. Ich habe das auch schon mal abgedreht, aber war dann doch nicht so zufrieden damit und jetzt sitze ich wieder hier vor der Kamera. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, wie ich das machen soll, wann und ob überhaupt, weil ich nicht möchte, dass es so rüberkommt, als würde ich jetzt irgendwie Aufmerksamkeit oder Mitleid deswegen bekommen wollen. Aber die Sache ist einfach, ich habe euch jetzt schon so sehr so dran teilhaben lassen, wenn ich irgendwelche gesundheitlichen Probleme hatte. Und ich kriege immer noch täglich von euch Nachrichten zu diesem Thema, wo ihr mir irgendwelche Tipps schreibt oder irgendwie schreibt, woran es liegen könnte, was für Erfahrungen ihr gemacht habt. Und ich kann deswegen das einfach nicht so für mich behalten. Also ich habe es jetzt schon, ich weiß es jetzt schon seit 1,5 Monaten ungefähr und habe es dann natürlich erstmal nur meinen engsten Leuten erzählt. Aber jetzt möchte ich das gerne auch mit euch teilen. Ich glaube, ich fange einfach so an, dass ich von Anfang an anfange. Also für diejenigen, die nicht genau wissen, worum es geht oder die mich noch nicht so lange verfolgen. Ich hatte über die letzten Jahre immer mal wieder Probleme mit starken Kopfschmerzen bis hin zur Migräne. Also das war dann immer so, dass ich ab und zu diese Phasen hatte. Also es hat sich nicht immer über das ganze Jahr gezogen, sondern es waren halt immer so 2-3 Wochen, wo ich dann wirklich komplett, also wirklich nichts anderes machen konnte, außer im Bett liegen. Und vor allem, wenn ich dann die Migräne hatte, nur in der Dunkelheit. Es musste komplett ruhig sein. Ich habe mich auch ständig übergeben. Und war deswegen auch öfters schon bei Ärzten. Und ich habe halt sehr starken Eisenmangel bis hin zu einer Anämie. Und deswegen wurde halt immer davon ausgegangen, dass es halt daran liegt, weil das halt sehr naheliegend war. Auf jeden Fall so vor 3-4 Monaten hatte das Ganze wieder von vorne angefangen mit meinen Kopfschmerzen. Und es war teilweise noch schlimmer als davor, weil sich das über 2-3 Monate gezogen hat und ich wirklich täglich diese Kopfschmerzen hatte. Also es ist eigentlich kein Tag so wirklich vergangen, wo ich nichts gespürt habe. Mal waren sie natürlich stärker, mal waren sie schwächer, aber sie waren immer da. Und ich bin sehr lange nicht zu einem Arzt gegangen, weil ich generell ein Mensch bin, der nicht sehr schnell zum Arzt geht. Und vor allem mit meinen Kopfschmerzen bin ich nie schnell zum Arzt gegangen, weil ich irgendwie immer, weiß nicht, ich habe mich so davor gesträubt. Beziehungsweise ich dachte mir halt so, ja, am Ende ist es eh wieder der Eisenmangel oder die sagen mir, ich soll mehr trinken und deswegen hat es so für mich anfangs keinen Sinn ergeben. Gegen Ende war das dann aber auch so, dass ich mich wieder öfter auch übergeben habe und wirklich so am Ende meiner Kräfte war, also ich konnte tagelang nichts richtig essen und dann irgendwann bin ich dann auch zu meiner Hausärztin schließlich gegangen und habe ihr das halt alles so erzählt. Also die Ärztin hat eigentlich direkt gemeint, dass sie nicht glaubt, dass in der Form, wie ich meine Kopfschmerzen habe, dass das allein von meinem Eisenmangel kommt. Wir haben natürlich trotzdem Blut abgenommen, um nochmal die Werte zu checken und nochmal andere Werte in meinem Körper zu checken, wo alles soweit gut war, abgesehen halt von meinem Eisenmangel, der halt immer noch da ist. Aber sonst war soweit alles gut und sie hatte mir halt dann ein MRT verschrieben. Sagt man das so? Also sie hat mir eine Überweisung für ein MRT verschrieben. Ich habe vorher noch nie ein MRT gemacht und das kam auch nie zur Sprache. Ich wäre auch, glaube ich, nicht selbst drauf gekommen und war auch sehr überrascht, dass sie halt so direkt meinte, so, wir machen jetzt ein MRT. Und dann war es aber erstmal schwer, hier in Berlin einen Termin zu bekommen. Das kennen einige sicherlich von euch, dass es manchmal, dass man halt länger warten muss, bis man einen Termin bekommt. Und dann hatte ich aber glücklicherweise Möglichkeit in Magdeburg ein MRT machen zu lassen. Das waren so 1 bis 2 Wochen, da war ich bei Tommy, weil es mir nicht besonders gut ging und er sich dann um mich gekümmert hat. Und einige wissen vielleicht von euch, mein Freund studiert Medizin, halt in der Uni in Magdeburg. Und dadurch hatte er halt auch die Kontakte da zu der Uniklinik. Und wir haben halt spontan dann für den Abend dann einen Termin bekommen. Das ist jetzt 1,5 Monate her ungefähr. Ja, ich muss sagen, wir sind so überhaupt nicht mit irgendwelchen Erwartungen dahin gefahren. Also
Im Gegenteil, wir sind da sogar hingefahren und ich meinte noch vorher so, ja, die werden da eh nichts finden. So, das war für uns beide eher so eine Untersuchung, die ich mache, damit wir das abhaken können. Ich habe so 1000 andere Vermutungen gehabt. Ich meine, bei Kopfschmerzen gibt es einfach so, es gibt so Millionen Gründe, die irgendwie zu Kopfschmerzen führen. Und ich habe auch in euren Nachrichten, also ich habe wirklich tausende Nachrichten bekommen und in jeder Nachricht war praktisch irgendwie eine andere Vermutung, woran es liegen könnte, weil es halt einfach von so vielen Faktoren abhängt. Der Arzt hat mir dann alles erklärt, wie das jetzt ablaufen wird, dass ich halt sehr ruhig liegen muss, dass ich mich nicht bewegen darf, damit halt die Aufnahmen genau werden. Und meinte dann zu mir, dass ich ungefähr so 20, 30 Minuten drin liege und falls irgendwas gefunden wird, muss ich nochmal raus und dann müssen die einen Zugang legen, um ein Kontrastmittel zu spritzen. Dann wurde ich eingeschoben und diejenigen, die schon mal ein MRT von euch gemacht haben, die wissen, dass es sehr eng in dieser Röhre ist. Also Menschen, die Platzangst bekommen, für die muss das der Horror sein, weil selbst für mich war es schon sehr unangenehm und ich habe eigentlich keine Probleme damit. Das Schlimmste war, glaube ich, dass ich nicht einschätzen konnte, wie viel Zeit schon vergangen ist, weil ich lag alleine in diesem Raum. Also ich wusste nicht, sind das jetzt 5 Minuten, die vergangen sind, oder sind es schon 20 Minuten? Das war so richtig, richtig komisch. Und irgendwann mal fing es dann an, dass ich so hinten bei irgendwie so eine Kante in diesem Plastikteil, was so richtig reingedrückt hat, weil ich irgendwie von Anfang an nicht so gut da drauf lag. Und ich konnte mich aber nicht bewegen. Das hat mich so kirre gemacht, weil das so weht hat. Und dann habe ich irgendwann gehört, so die Tür ging auf und da war ich schon so voll erleichtert und dachte mir so, okay, puh, ich habe es jetzt hinter mir. Und während ich dann rausgezogen wurde, meinte der Arzt schon zu mir, bewegen Sie sich nicht, Sie dürfen sich nicht bewegen, wir müssen jetzt den Zugang legen. Und ich bin so, also ich hätte mich glaube ich auch gar nicht bewegen können, weil ich bin in dem Moment so erstarrt, weil ich mir so dachte so, wow, was geht jetzt ab? Also mir ist auch richtig warm geworden und ich habe einfach so nichts gesagt. Die haben den Zugang gelegt, ich wurde wieder zurück reingeschoben und lag dann halt wieder da drin. Und diese zweite Hälfte war so das Schlimmste an dem Ganzen. Ja, und dann wurde ich irgendwann wieder rausgezogen und ich weiß nur noch, dass diese Situation irgendwie total komisch war, so weil so ich das Gefühl hatte, alle wissen gerade über irgendwas Bescheid. Selbst Tommy, der hat mich auch schon so ganz besorgt angeguckt. Und ich habe so gar keinen Plan, was gerade abgeht. Und dann wurden wir irgendwann ins Nebenzimmer dann gebracht, wo halt die Aufnahmen bereits auf dem Bildschirm waren. Und der Arzt da halt auf mich gewartet hat und mir halt alles erklären wollte. Okay, und um die ganze Geschichte nicht noch länger zu ziehen, bis ich auf den Punkt komme. Es wurde ein Tumor bei mir gefunden und man geht davon aus, dass es ein Hypophysenadenom ist. Ja, das ist erstmal eine Diagnose, die man nicht gerne hört und vor allem auch nicht gerne übermittelt. Also für mich ist es gerade auch so extrem schwer, dieses Video zu drehen und es war auch so extrem schwer, meiner Familie oder meinen Freunden davon zu erzählen. Um was Gutes einzuwerfen, weil sich jetzt bestimmt viele auch irgendwie Sorgen machen werden. Die Sache bei meinem Tumor ist, dass es ein gutartiger ist. Also man geht davon aus, dass es ein gutartiger Tumor ist, was schon mal erleichternd ist. Also für die, die sich da nicht so genau auskennen, bei gutartigen Tumoren jetzt so grob erklärt, ist es so, dass sie keine Metastasen bilden, also nicht streuen. Und sie wachsen nicht invasiv, also sie wachsen nicht irgendwie in andere Organe rein, sondern sie vergrößern sich eher so, dass sie halt anderes in die Raumgebung wegdrängen. Genau, das erstmal so zu meiner Diagnose. Also als mir das der Arzt erklärt hat, muss ich sagen, ich habe das alles nicht so richtig realisiert. So, ich saß da und er hat irgendwie geredet und ich habe versucht zuzuhören, aber hatte so parallel irgendwie so 1000 andere Gedanken. Aber ich war so extrem ruhig und so neutral irgendwie in dieser Situation. Also Tommy saß halt auch neben mir und hat mich die ganze Zeit so angeguckt. So als würde er irgendwie eine Reaktion so von mir erwarten. Aber ich war einfach so richtig, ja, was heißt gefühlslos? Aber also ich saß einfach so neutral, als hätte er mir jetzt irgendwie, als würde er mir irgendwie erklären, wie ein Auto funktioniert. Und habe halt die ganze Zeit nur so, okay, okay.
gemeint und dann sind wir halt wieder raus und Tommy hat auch die ganze Zeit irgendwie, hat mich auch die ganze Zeit gefragt, so, ja, was denkst du und so, weil ich halt so mega still war, aber ich glaube, das war einfach, weil ich so wusste, wenn ich jetzt anfange zu reden, dann fange ich an zu heulen. Und das war so richtig diese typische Situation, wenn man sich schon so richtig zusammenreißt und dann jemand zu einem kommt und so sagt, alles okay bei dir und dann bricht man so richtig aus. Und ich dachte mir die ganze Zeit nur so, bitte lass mich jetzt kurz. Ich musste damit erstmal so selbst klarkommen. Und als wir dann aus dem Krankenhaus draußen waren, habe ich auch angefangen zu heulen. Es war natürlich ein Schock, so im ersten Moment diese Diagnose zu bekommen. Und das war es auch den ganzen Abend noch über. Aber danach, ja, war dann auch alles wieder gut so für mich. Also ich muss sagen, es war, also so, als ich, je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr war es auch irgendwie eine Erleichterung. Es war eine Erleichterung, endlich zu wissen, wovon diese Kopfschmerzen kommen, weil ich das einfach schon so seit Jahren so mit mir rumtrage und man nie genau wusste, was halt wirklich der Grund dafür ist. Ja, um euch ein bisschen mehr zu erklären, was es mit meinem Tumor auf sich hat. Okay, also ich habe mir jetzt Tommy einfach mal reingeholt, weil, also ich könnte es jetzt auch versuchen zu erklären, aber ich würde vielleicht irgendwas falsch machen, deswegen. Was soll ich denn erklären? Erklär einfach grob, was ein Hypophysenadenom ist. Also das, man kann jetzt grundsätzlich erstmal noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es ein Hypophysenadenom ist. Man sieht zwar die Area da quasi, man weiß, wo das liegt und dass es die Hypophyse betrifft. Aber das wird man dann halt später erst mit Sicherheit sagen können. Grundsätzlich ist das erstmal so, wenn man Tumor hört, ist es erstmal für alle sehr dramatisch, aber ein Tumor bedeutet erstmal im ersten Moment nur, dass etwas krankhaft angewachsen ist, also dass es etwas sich verdickt hat. Die Hypophyse in dem Fall ist, kann man als Drüse sehen, wie so eine zentrale Schaltstelle für ganz viele Hormonachsen, ist also quasi für unseren ganzen Hormon, also nicht den ganzen, aber für den Großteil unseres Hormonhaushalts zuständig. Und aus dieser Drüse quasi ist der Tumor entstanden und wächst jetzt seit mehreren Jahren wahrscheinlich eben in die Umgebung hinein, also quasi als wie so eine Art verdrängendes Objekt in die Umgebung. Also man geht davon aus, dass da auch die Kopfschmerzen und auch die Übelkeit herkommen. Also von der anatomischen Umgebung her ist es so, dass der Tumor genau da liegt, wo unsere Augennerven sich im Hirn quasi kreuzen. Und zusätzlich ist es eben so, weil es eine Drüse ist, weil es für einen Hormonhaushalt zuständig ist, muss man gucken, welche Auswirkungen der Tumor jetzt schon auf den Hormonhaushalt genommen hat und ob der überhaupt schon Auswirkungen genommen hat. Und das sind jetzt erstmal grob die wichtigsten Dinge, die kontrolliert werden müssen. Ja, und genau, und der Stand, den wir jetzt bekommen haben von Anfang an, war, dass der Arzt halt schon davon ausgeht, dass das operiert werden muss. Also der Tumor muss entfernt werden, operativ. Was für mich da sehr erleichternd war zu erfahren, war, dass bei meinem Tumor es oft der Fall ist, dass man über die Nase hinweg ihn entfernt. Das heißt, man muss nichts an meinem Kopf aufschneiden. Ja, also wie gesagt, ich werde jetzt in der nächsten Zeit erstmal verschiedene Arzttermine haben, wo bestimmte Sachen abgecheckt werden müssen, bevor es dann zur OP geht. Gerade wissen wir natürlich nicht die ganzen Fakten ganz genau, weil wir müssen dann noch zum Neurochirurgen, der mir das nochmal alles genauer erklären wird. Man weiß jetzt auch nicht, wird man den Tumor komplett entfernen können, wird er danach wieder zurückkommen, muss ich danach vielleicht Hormone irgendwie noch zu mir nehmen und das alles kann man jetzt noch nicht sagen. Und es ist aber mit sehr großer Sicherheit so, dass ich dann nach meiner OP halt öfter zur Kontrolle muss, um halt, um halt sicherzugehen, dass, falls der Tumor zurückkommt, man das rechtzeitig halt entdeckt. Also das Ganze war natürlich am Anfang eine Schocknachricht für mich, wird es vielleicht auch für einige von euch sein, aber
Ich möchte auf jeden Fall, dass ihr wisst, so, also mir geht's trotzdem sehr, sehr gut. Ich meine, ich kriege vor allem jetzt zur Zeit so viele Nachrichten und Kommentare von euch, in denen ihr schreibt, wie glücklich ich aussehe. Und ich bin, also mir geht's wirklich gut und bin auch sehr, sehr positiv und blicke positiv zur OP hin und bin fest davon überzeugt, dass alles gut ausgehen wird. Und im Großen und Ganzen denke ich, dass ich sehr großes Glück auch im Unglück habe. Ich wollte dieses Video nicht drehen, damit ihr euch Sorgen machen müsst, sondern einfach, weil das jetzt auch ja ein Teil meines Lebens sein wird und ich nicht in so eine OP gehen möchte, ohne das irgendwie vorher auch euch irgendwie mitgegeben zu haben, weil ihr halt auch einfach ein großer Teil meines Lebens seid. Das klingt jetzt sehr schnulzig und so, aber es ist halt einfach so. Ich meine, ich mache YouTube jetzt einfach schon seit 7,5 Jahren und deswegen, ja, wollte ich euch das auch erzählen und ich werde euch da einfach dann auf meinen anderen Kanälen weiterhin updaten, auf Instagram oder auf meinem Vlogging-Channel. Schaut da dann auf jeden Fall vorbei, falls euch das irgendwie interessiert. Dann würde ich sagen, falls ihr bis zu diesem Punkt dran geblieben seid, danke fürs Zuhören. Danke für eure ganzen lieben Nachrichten immer und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dann. Bye.